Ein Körper wiegt 350 Newton in der Luft und 320 Newton im Öl. Wie groß ist sein Volumen, wenn die Dichte von Öl 918 Kilogramm pro Kubikmeter beträgt? Die Gewichtskraft G1 des Körpers in der Luft beträgt 350 Newton. Tauchen wir diesen Körper in Öl ein, so beträgt die Gewichtskraft G2 nur noch 320 Newton. Und wir wissen auch, dass die Dichte Rho vom Öl 918 Kilogramm pro Kubikmeter beträgt. Wir suchen das Volumen von diesem Körper, Volumen, das wir in Kubikmeter ausdrücken. Um dieses Volumen herauszufinden, nutzen wir diese drei Formeln. Der archimedische Auftrieb entspricht dem Gewicht der verdrängten Flüssigkeit. Und natürlich ist dieser archimedische Auftrieb die Differenz zwischen G1 und G2. Ein Gewicht berechnet man durch Masse mal Gewichtsfaktor klein g. Klein g hat den Wert 9,81 Newton pro Kilogramm. Und die Dichte wird berechnet durch Masse geteilt durch Volumen. Beginnen wir mit der Gewichtskraft der verdrängten Flüssigkeit. Diese Gewichtskraft ist gleich zur Masse der verdrängten Flüssigkeit mal Gewichtsfaktor klein g. Durch diese Formel wissen wir, dass die Dichte der verdrängten Flüssigkeit gleich ist zur Masse der verdrängten Flüssigkeit geteilt durch ihr Volumen. Und daraus schließen wir, dass die Masse der verdrängten Flüssigkeit gleich ist zur Dichte der verdrängten Flüssigkeit mal das Volumen. Durch diese zwei Gleichheiten wissen wir also, dass das Gewicht der verdrängten Flüssigkeit gleich ist zur Dichte der verdrängten Flüssigkeit mal das Volumen mal Gewichtsfaktor. Und da wir das Volumen suchen, setzen wir diese beiden Faktoren auf die andere Seite des Gleichheitszeichens und finden somit, dass das Volumen gleich zu diesem Bruch ist. Das Gewicht der verdrängten Flüssigkeit entspricht dem archimedischen Auftrieb. Und der archimedische Auftrieb entspricht der Differenz G1 minus G2, also so. In diesem Bruch brauchen wir die Größen nur noch durch die bekannten Zahlen zu ersetzen und somit finden wir, dass das Volumen diesem Bruch entspricht. Und im Zähler können wir erkennen, dass der archimedische Auftrieb 30 Newton beträgt. So finden wir das gefragte Volumen. Also, die Endantwort auf die gestellte Frage lautet, das Volumen von diesem Körper beträgt 0,00333 Kubikmeter.